Das mit den Kindern ist schon ein bisschen räudig. Gib mir über die Raben Bescheid, hat er gesagt. Sie kann ja mal 4 Pfund Stahl kosten, mal schauen, ob sie es süß findet. Also, ich warte am Anleger beim Palast auf Regis. Würdet ihr ihm das sagen? Wohl besser Silber. Und die laufen ganz casual. Der eine Dude mit dem Pferd reitet da ganz casual durch, während hinter ihm so ein Schloss brennt. Ich glaube, by the way, es waren 3 Pfund Stahl. Kann das sein? Du hast Orianna getroffen. Wie war es? Nicht gut. Ach, hat sie dir nicht offenbart, wo du den Unsichtbaren findest? Doch, hat sie. Offenbart hat sie auch, dass sie sich am Blut von kleinen Kindern gütlich tut. Ich gebe zu, ich habe Gerüchte gehört, aber nicht glauben wollen. Ich will nicht darüber reden. Die Höhle liegt westlich der Stadt hinter einem See. Da müssen wir hin. Verstehe. Ich wäre jederzeit startklar, aber... Ja, ich weiß. Du würdest immer noch lieber Sianna befreien. Um Detlefs Willen. Um euretwillen? Oh, bitte. Was im Weißen Haus passiert ist, eindeutig seine Schuld. Dass die Straßen der Stadt mit Blut getränkt sind, auch sein Werk. Und du machst dir Sorgen, dass jemand seine Gefühle verletzt hat? Es ist lebensgefährlich, dem Unsichtbaren entgegenzutreten. Das habe ich oft genug gesagt und es ist mein Ernst. Du bist mir ein guter Freund. Ich möchte nicht, dass du unnötig dein Leben riskierst. Das ist doch natürlich und liegt auf der Hand. Zumal wir eine Alternative haben. Eine sehr vernünftige. Ich bin ein Hexer, Regis. Ich verhandle nicht mit Monstern. Ich töte sie. Die Risiken sind mir einerlei. Gut. Verstehe. Ich werde es nicht mehr erwähnen. Danke. Ich hätte ja gern nochmal eine Gelegenheit gehabt zu speichern. Aber gut. Wird Zeit, dass wir aufbrechen. Hör mal, ich werde dorthin segeln müssen. Kommst du mit oder wehst du lieber als Nebelwölkchen rüber? Als Nebelwölkchen schwatzt es sich schlecht. Und das tue ich doch so gerne. Ausführlich und detailreich. Lass uns gehen. Oh je. Okay. Wir können jetzt nicht speichern. Du bist nicht abgekommen, wie ich sehe. Nur zu, tob dich aus. Ich warte auf der anderen Seite. Hä? Hey, das wollte ich aber nicht. Ich wollte doch mit dir plauschen. So, Kontrollpunkt. Ich glaube... Maybe können wir später noch vom Kontrollpunkt aus die zweite Mission machen und uns umentscheiden. Dann können wir quasi beide Missionen mitnehmen, was ganz cool wäre. Ja, schauen wir mal. Hä, warum ist denn der jetzt... Hä? Okay, komm. Scheiß auf Regis. Warte mal. Wo ist denn dieser Kontrollpunkt? Ah, okay.
Jo. Schade. Nee, kannst du nicht mehr. Du hast jetzt die Questreihe gestartet. Nee, ich glaube... Gerade konnten wir uns doch noch umentscheiden für Sianna. Er hat doch gesagt, hey, wir können immer noch den anderen Weg nehmen. Und vielleicht können wir uns zum Kontrollpunkt zurück speichern. Und von hier aus, wo wir gerade eben waren, zu Sianna, anstelle jetzt zum Lager des Unsichtbaren zu gehen. Aber hey, ich bin super gespannt, weil ich habe diesen Teil der Story noch gar nicht... Also ich kann mich auch an den anderen Teil nicht erinnern, aber den habe ich noch nicht mal gemacht. Wirst du Detlef zerflexen? Das ist halt die Frage, ne? Ich meine... Ich habe absolut keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Geralt, hier drüben. Darf ich vorschlagen, dass du Oriannas Schlüssel verwendest? Es hat funktioniert. Gut. Ich hätte Schwierigkeiten gehabt, als Nebelwölk hier durchzukommen. Was ist da drin? Weißt du, was uns erwartet? Tja. Vampire. Witzig. Rudi. Well, ich sollte vielleicht da hoch. Okay, Brudi. Du bist ja mal alleine. Serious Boy, Alter. Wir sind schon nah dran. Woher weißt du das? Hör doch. Ich höre gar nichts. Keine Ratte, keine Fledermaus. Totenstille. Ich sagte ja, er kann Gäste nicht leiden. Aber was macht denn ein Vampir die ganze Zeit? Also, ne, for real. Was macht denn der, außer hier... unsichtbar sein. Ich meine, die Oriane macht wenigstens Ausflüge ins Waisenhaus. Lag die Schelme down. Spurini veres nac Atranes. Avili cleveregis et tu. Sadlath. Ich würde dir lieber nichts tun. Tja, das waren aber keine guten Reflexe, Geralt. Was ist denn da los, Alter?
muss einen nehmen. Verdammt. Ich habe Ausrüstung verloren. Ich muss sie wiederfinden. Das ist es wahr. Okay. Gemeiner Dude, Alter. Ne? Auch wenn ich hier rauskomme. Ich lasse mir besser schnell was einfallen. Und komme aus der Höhle. Was zur Hölle ist denn hier los? Komme ich nicht hoch, sofern ich mir keinen Schwung holen kann. Also ich muss sagen, so krass unsichtbar war der jetzt nicht. Er war gefährlich, aber. Notiz des Magiers. 10 Minuten nach Ankunft. Die Teleportation hat funktioniert. Ich habe den Großteil meiner Ausrüstung in der Höhle geschafft. Die wichtigste ist ein Mikroskop. In fact, der hat auch überlebt, oder wie? Fußspuren. Tief. Ein Mann. Okay. Moin Jungs! Protoflatterer. Was für ein Vampir war denn das? Hab ich noch nie gesehen. Oha. Also bei mir hat gerade auch was geflattert, Alter. Alter Schwede. Bro. Das ist ja Dark Souls Vibes, ey. Ein Megaskop. Kaputt. Antike Münzen. Oh, da unten waren wir gerade. Fließt dieser Fluss nach... Seltsam. Das ist einen zweiten Blick wert. What?
Oha, Digga. Also, ich hab ja mal richtig was verpasst. Ich stehe Kopf. Die Schwerkraft steht Kopf. Sie zieht mich nach oben. Was ist das denn? Hengave-Rüstung. Das Töten von Gegnern regeneriert die Vitalität mit jedem getragenen Gegenstand. Um 1%. Oha. Ich da hin. Das Wasser fließt zur anderen Seite. Das hätte er nicht. Kurzen Prozess mit den Vampires. Vielleicht sagt ihr. Deutlich gemacht, als ich Spezialist für Spezies im Fond. Folge des Knies, sage Grußworte in einer Sprache Eldi laut Yama und lege dem beigefügten. Ein Opfer für den Unsichtbaren. Verflucht, das wäre nützlich. Das muss das Opfer für den Unsichtbaren sein. Wenn ich das dem Unsichtbaren gebe, bringt er mich vielleicht nicht um. Jedenfalls nicht sofort. Alter, da oben ist das Feuer, ne? Wo wir gerade eben waren. Lol. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch irgendwie hin muss. Ist, wie komme ich hier hoch? Oh, okay. Die Felsspitze ist da, wo die Schwerkraft umgekehrt ist. Die Spitze fällt nach oben, wenn sie abbricht. Ich muss nur die Basis zum Einsturz kriegen. Den anderen Weg zurück, das müsste ich tun. Der Wasserfall, den ich runtergeklettert bin, wird nicht funktionieren. Es könnte noch einen geben. Ich sollte dem Fluss folgen. Oh, weil wir nicht entgegen können. Okay. Well. Geralt ist zu dick. Zu viel Kinderblut gemampft. Huh? Als ob. Ich dachte gerade, ich bin in den Tod gestürzt, Alter. Aber das hat wirklich geklappt. Na, richtige Zerrwelt-Vibes von Platin. Geralt überlebt einen Sturz, ja. Ne? Das ist crazy. Jetzt muss ich nur noch den Unsichtbaren in Plauderlaune bringen. Nur. GG Geralt. Ekelti laut Niyama. Du lebst noch.
Du greifst nicht an. Hörst du mir zu? Vielleicht. Sprich. Was ist mit Regis? Nichts. Er schläft. Weckst du ihn wieder auf? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Du wolltest sprechen, nicht fragen. Tu es oder stirb. Was war das für eine Höhle? Frag noch mal was, ne? Fragen. Wieder Fragen. Oh. Du verschwendest meine Zeit. Nein, nein, warte. Nice. Ich meine, immerhin wird der Dude seinem Ruf gerecht, Alter. Fertig. Jetzt muss ich nur noch den Unsichtbaren in Plauderlaune bringen. Ich würde jetzt halt gerne die andere Frage stellen und dann talken. Außerdem, was heißt hier, ich verschwende deine Zeit? Du machst doch gar nichts außer an der Decke hängen. Oder? Oder hat er gerade Tetris gespielt da oben oder... Ekelti laut Niyama. Lebst noch? Kaum. Du greifst... Phil, sprich. Scheiß auf Regis. Was war das für eine Höhle, aus der ich gekommen bin? Darin ist das Tor zwischen dieser Welt und unserer geschlossen. Aber es wird sich wieder öffnen. In 100 eurer Jahre. 200. 300. Wann? Jetzt sprich. Keine Fragen. Sonst töte Alter. Ich dich. Also, for real, ne? Die... Weißen Wanderer, die blauen Zwerge. Kommen echt schlecht rüber hier, ne? Im Vergleich zu den fucking Vampiren, ey. Ich bin wegen Detlef hier. Er ist... Ich weiß, wer er ist. Und? Er hat eine Horde niederer Vampire auf die Stadt gehetzt. Ich muss ihn aufhalten. Ich muss das nicht. Hilf mir, dann helfe ich dir auch. Du mir helfen? Wie das? Hängt von dir ab. Ich bin nicht nur ein Mensch, sondern... Du bist niemand. Zum letzten Mal. Was stört mich, Detlef? Weshalb sollte ich euch helfen? Früher oder später macht Detlef dir Ärger. Großen Ärger. Wie das? So wie Kahagma Ärger gemacht hat. Die Leute werden ihn irgendwann umbringen. Das kann noch ein paar Jahre dauern, aber sie finden eine Möglichkeit. Und dann gehen sie auf Vampirjagd. Und sie werden auch dich finden.
Und das soll ich fürchten? Nicht, weil sie dich umbringen, sondern weil deine Ruhe dann vorbei ist. Umherziehende Ritter und Magier werden hier aufkreuzen, Tag ein, Tag aus. Vielleicht werden sie sich sogar herteleportieren. Es kommen immer mehr, sei dir sicher. Natürlich wirst du sie umbringen. Dann setzen sie diese Höhlen unter Wasser. Oder sprengen sie. Dann kannst du dein Tor vergessen. Nein, dieser Ort muss sicher sein. Das Tor. Wie lautet dein Plan? Okay, wisst ihr was? Detlef muss sterben. Detlef muss sterben. Ich bringe meinesgleichen nicht um. Wir bitten dich nur, ihn herbeizurufen. Den Rest erledigen wir. Wenn du von ihm trinkst. Bin ich verfemt, das weiß ich. Dennoch bitte ich dich, Detlef herbeizurufen. Was ist verfemt? Wohin? Tesha Mutna. Geht hin. Wenn ich euch dort spüre, rufe ich Detlef. Ich danke dir. Verlasst mich. Der hat ja nichts zu tun, Digga. Alter, was für ein Dude, ey. Verräter für alle Vampire, verächtet. Okay. Hey! 52. Das lief besser, als ich zu hoffen wagte. Sind alle eure Unsichtbaren so gastfreundlich? Das kommt darauf an. Manche sind eitel, andere herrisch. Aber mit den meisten kann man reden. Doch er, jedes Wort hat ihm große Kraft gekostet. Das Gespräch schien ihm Schmerzen zu bereiten. Mir wird klar, dass die Sphärenkonjunktion nicht nur für uns eine Katastrophe war, sondern auch für euch. Für uns Monster. Du kannst dir die Euphemismen sparen. Ich würde sagen, für uns war sie schlimmer. Ihr wart so viele, wir nur eine Handvoll. Wir hatten keine große Wahl. Entweder passen wir uns an, oder wir verbergen uns. Wie er. Er ist Jiren von The Witcher. Die Höhle, in die ich geworfen wurde, ist da das Tor zwischen den Welten? Gewissermaßen. Sie ist nur verschlossen und versiegelt. Geht sie je wieder auf? Meinst du, ihr kommt nach Hause? Ich bezweifle es. Und der Unsichtbare vermutlich auch. Was macht er dann hier? Was ist der wahre Grund? Um beim Bild eines Tores zu bleiben, keine Tür ist je unüberwindlich. Gerüche dringen zum Beispiel durch. Und wenn der Wind weht, kommt auch irgendein Staub durch. Eine reale Spur von Dingen auf der anderen Seite. Nicht viel, aber immerhin. Und du? Wie fühlst du dich, wo du jetzt bist? Schlecht natürlich. Geralt, stell dir die unangenehmste Situation vor, in der du dich befinden könntest. Was wäre das? Ich rede jetzt nicht von Schmerzen, die dich an die Schwelle des Todes führen, sondern von etwas, das dir größtes Unbehagen. Na gut, das wäre wohl ein Hofbankett. Enge Klamotten, jeden muss ich anlächeln und mich an seichter Konversation beteiligen. Und derweil singt Rittersporn eine Ballade über Yennefer und mich, die alle hören. Sehr schön. Jetzt stell dir vor, dass du dort festhängst. Nicht für eine Stunde oder einen Abend, sondern
Für immer. Und wenn du nur einen Augenblick aus der Rolle fällst, wenn du dich auch nur kratzt, wo die Nähte jucken, brüllt alles um dich herum sofort: Monster, Monster! Sie gehen auf dich los und reißen dich in Stücke. Klingt ermüdend. Verdammt ermüdend. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Besser als du zu hoffen? Du machst wohl Witze. Ohne verlangsamten Stoffwechsel wäre ich auf der Stelle tot gewesen. Aber du hast überlebt. Und doch riskierst du dein Leben. Die Frage ist, warum? Dieser Auftrag geht weit über das übliche Handlungsfeld von Hexern hinaus. Ich komme aus der Sache nicht raus, weil Detlef und ich durch Blut verbunden sind. Aber du könntest einfach gehen. Also, mein Freund. Ja. Warum bleibst du und riskierst deine Haut? Weil ich ein Champion bin. Oh. Wegen dir. Du steckst in großen Schwierigkeiten, Regis. Wegen Detlef. Ich hab dich einmal sterben sehen. Das ist genug. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich danke dir, Geralt. Ehrenmann. Zeit, Detlef herbeizurufen. Ja, höchste Zeit. Willst du direkt nach Tesham Mutna gehen? Ja. Gehen wir. Ich will es hinter mich bringen. Okay, gleich haben wir eine Questline durch. Für das Auge unsichtbar. Einige Zeit später. Hübsch hier. Nicht wahr? So ein herrlicher Blick über das Tal. An klaren Tagen sieht man Dun Tin in der Ferne. Schade, dass wir aus diesem Anlass hier sind. Ja, sehr schade. Bist du zornig, dass ich Sianna nicht befreit habe und versucht habe, die Sache friedlich zu lösen? Ein wenig. Aber es kann sein, dass ich mich zu Unrecht darauf versteift habe, weil ich glauben wollte, dass es eine Möglichkeit gibt, alles in Ordnung zu bringen. Aber manchmal steckt der Karren eben zu weit im Dreck. Damit muss ich mich abfinden. Guter Mann. Regis, lass den Unsichtbaren wissen, dass wir hier sind. Er soll Detlef herbeirufen. Gerade irgendwas. Was hat er gerade gesagt? Die scheißen sich gerade alle ein, ne? Crazy. Wie viel Macht der Dude hat, ey. Und das ist ja nur einer von einigen. Der zwingt mich her? Warum? Du weißt warum. Ich habe keine Lust, Menschengedanken zu erraten. Sag es, oder lass mich zufrieden. Ich verstehe deinen Zorn, aber deine Angriffe auf die Stadt müssen aufhören. Sofort. Meine Bedingungen sind klar.
Ich will Rehn. Ich will Sianna sehen. Doch sie ist nicht hier. Du weißt warum. Die Herzogin lässt sie nicht gehen. Dann muss die Herzogin die Konsequenzen tragen. Detlaf, bitte. All dies wegen einer Frau? Du verstehst gar nichts. Bring mir es hinter uns. Let's go. Alter. Haben die nicht geschworen, dass sie nicht gegeneinander kämpfen? Geralt der Lahmarsch, Alter. Alter, Digga, was für ein Fight, Junge! Du hättest sie herbringen sollen, Hexer! Ich bin enttäuscht! Du hast Unschuldige ermordet. Ich schulde dir nichts. Schlitz. Okay, Digga. Wenn du Götter hast, dann fang an zu reden. Na? Wo willst du jetzt hinfliegen, hä? What the fuck? Ich hab gewonnen, Bruder. This isn't even my final form! So, gar nicht übertrieben. Also, was wir natürlich jetzt erstmal machen, Freunde, im Eifer des Gefechts, wir tun mal unsere Waffe reparieren, ne? Der lässt uns bestimmt die Zeit. Gar kein Problem für ihn. Let's go. Gewärtige den Tod, Hexer. Oh, da ist Detlaf. Okay, er besteht aus drei Teilen.
Und wir sind übel vergiftet, Digga. Okay, da ist er. Da ist er, der Detlef. Ho, was ist denn los, Daddy, hä? Oh, shit, Digga. Hat er nicht gesagt, dass nur ein anderer Vampir einen Vampir töten kann? Ich meine, er sieht tot aus, ne? Aber... Überlass ihn mir. Geh jetzt. Ich kann nicht. Du musst. Ach du Scheiße, Digga. Ja, er hat ihn fressen müssen. Das heißt, Detlef ist tot und er ist geächtet.